Wusstest du, dass Miroslav Klose mit 8 Jahren nach Deutschland kam und mit 16 eine Lehre als Zimmermann begonnen hat? Das ist die Geschichte von Miroslav Klose. Im Jahr 1978 wird Miroslav Klose in Polen geboren. 8 Jahre später kommt er mit seinen Eltern nach Deutschland und lebt dort zunächst in einem Auffanglager. Er konnte kein Deutsch und war auch in der Schule ein Außenseiter. Mit 16 Jahren begann er dann seine Ausbildung als Zimmermann und spielte währenddessen Fußball in der Verbandsliga beim FC Homburg. Im Jahr 2000 verpflichtete ihn der erste FC Kaiserslautern für die Amateurmannschaft, aber dort spielte er so gut und konnte so schnell überzeugen, dass er sofort zum Stammspieler in der ersten Mannschaft wurde. Zudem durfte er erstmals für die Nationalmannschaft auflaufen. Bei Werder Bremen wurde er im Jahr 2004 mit 25 Toren Torschützenkönig der Liga. Doch das Highlight, und wirklich das absolute Highlight, war die WM 2014. Beim 7:1 Sieg gegen Brasilien konnte Miroslav Klose den Torrekord des brasilianischen Ronaldos einstellen und wurde so zur absoluten Legende.